Jo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wir sind hier bei Hide and Seek und wir sind ein Bücherregal. Und ich habe einen Gast mitgebracht, und zwar unseren Kater. Ich konnte ihn nicht bewegen, hier irgendwie rauszugehen aus diesem Zimmer, und deswegen habe ich ihn jetzt einfach schlafen lassen hier. Egal wie laut ich bin, es juckt ihn einfach nicht. Es juckt ihn einfach nicht und ja. Ich würde sagen, dass du dich da jetzt mal verpisst. Gut, dann gehe ich da halt hin. Ich wollte eigentlich nur da oben hin, aber ist ja egal. Okay. Ja, was ich sagen wollte, und zwar, meine Hardware war ja absolut überhitzt. Jeder, der das Infovideo gesehen hatte, weiß es. Und ja, die ist jetzt so relativ abgekühlt. Ich habe gesagt, innerhalb von 5 Stunden. Aber die Kamera hat noch Probleme gemacht und noch so ein paar andere Sachen. Denn ich habe einen Kumpel hier eingeladen. Wenn du das jetzt siehst, guck mir auch meine YouTube-Videos. Wenn du das jetzt siehst, du, ich weiß nicht was, aber du hast mir irgendwas verstellt. Die Facecam hat nicht mehr aufgenommen. Ich habe eine Systemwiederherstellung gemacht und dann war auch alles wieder in Ordnung. Aber das war halt so mein letzter Weg, sag ich mal, also meine letzte Lösung. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt, ich habe einfach dann eine Systemwiederherstellung gemacht und alles war wieder in Ordnung. Ja, weil es hier richtig kalt drin ist, habe ich auch eine Jacke an, das heißt, ihr seht, vieles ist anders. Vieles. Okay, ja, ich habe so viel Spaß, jetzt wieder ein Video aufzunehmen und ich habe das Mikrofon ein kleines bisschen anders hingestellt. Ich hoffe, dass man das Klicken nicht jetzt lauter hört. Ich hoffe eher, dass man es leiser hört, das ist auch der Sinn des Ganzen gewesen. Aber, ja, wie soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall richtig doll, wieder ein Video zu machen. Das ist genauso, also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das ist genauso, als wenn man Fußballspieler ist, aus Leidenschaft Fußball spielt und man bricht sich ein Bein. Man kann es einfach nicht mehr ausüben, sein Hobby. Und so ist das auch, wenn die Hardware kaputt ist, kann ich mein Hobby einfach nicht mehr ausleben. Und ich finde es ja einfach, klasse, Videos zu produzieren. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt das nur mache wegen Geld oder wegen, weiß was ich, weil ich das einfach machen will, um Fame zu kriegen oder sonst irgendwas. Und ich hau einfach gegen das Mikro. Ich hoffe, das hat mir nicht zu doll gehört. Und ja, wie gesagt, es ist nicht, weil ich das jetzt mache wegen Fame oder Geld. Ganz ehrlich, ich verdiene sowieso kein Geld großartig damit, weil ich habe knapp 300 Abonnenten, also noch unter 300, aber fast 300 Abonnenten, so ungefähr. Und ja, wie soll ich sagen, damit verdient man halt kein Geld. Das ist, nee, ist nicht wirklich was. Es ist natürlich schön, wenn man mit seinem Hobby Geld verdienen kann, versteht mich nicht falsch, aber ich muss nicht unbedingt Geld verdienen. Das ist mein Hobby und das sollte es auch so bleiben, finde ich. Ich muss dann nicht unbedingt Geld verdienen. Und ja, mit Fame, wie soll ich sagen, eigentlich bin ich eine kleine Fame-Bitch, das muss ich ehrlich zugeben, weil ich bin der Zauberer. Viele wissen es noch, die mich früher schon abonniert haben, ich bin Zauberer. Und ich habe ja früher auf diesem Kanal Zaubervideos gemacht. Ich habe überhaupt keine. Oh, ich habe schon was im Auge hier. Ich habe überhaupt keine Let's Plays irgendwie angefangen oder so. Ich habe dann wirklich Zaubervideos gemacht. Die wurden mir aber ein bisschen zu anstrengend. Also, wie soll ich sagen? Die waren halt sehr schwer zu produzieren einfach. Weil man nicht die richtigen Location dafür hatte und was weiß ich. Und ich hatte auch nicht das richtige Licht dazu und was weiß ich. Und ja, wie soll ich sagen? Hoffentlich sieht er uns nicht. Nee, er sieht uns nicht. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Oh geil. Hier geht einfach nur zu weit. Ja, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall funktioniert jetzt alles wieder. Es tut mir echt leid, Leute, ne? Aber ich konnte letzte Woche das Video nicht mehr hochladen. Ich habe gesagt, ich werde das Video noch hochladen diese Woche, also letzte Woche. Und es ging einfach nicht. Die Hardware hat einfach nicht mitgespielt. Wie gesagt, jetzt ist eigentlich alles in Ordnung wieder und das überleben wir sowieso nicht. Und ich glaube, das Klicken hat man extrem gehört. Ich vermute mal, Leute, dass man das trotzdem noch gehört hat. Und ich verspreche es euch wirklich noch einmal, ich werde mir in nächster Zeit eine neue Maus holen. Mir geht es echt auf die Nerven. Also euch geht es bestimmt genauso auf die Nerven, aber mir, also ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, aber ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Ich bin so Kleinigkeiten, die können mich wirklich schon, ja, und es hängt schon wieder. Ich hoffe nicht, dass es an der Hardware liegt. Ich habe eigentlich soweit alles wieder hinbekommen, aber ja, irgendwie hakt es trotzdem noch ein bisschen. Ist auch egal. Also, was ich sagen wollte,
ja, es ist soweit alles, ich habe es eigentlich soweit hingekriegt, es hängt noch ein bisschen, es wundert mich. Ich kann nochmal versuchen, ob ich in den Einstellungen, in den Grafikeinstellungen, die Sichtweite habe ich eigentlich schon so niedrig. Eigentlich kann es daran nicht liegen, aber ich kann es nochmal versuchen. Ne, ihr seht es. Es liegt daran nicht. Es muss irgendwas anderes sein. Entweder liegt es am Server. Normalerweise habe ich das wesentlich höher als 7. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich zu wenig Sichtweite habe. Also jetzt merke ich gerade, es läuft relativ flüssig. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach zu wenig Sichtweite habe. Aber ihr merkt es ja selber jetzt, Leute. Es läuft relativ flüssig. Es kann sein, dass ich einfach zu... Ich weiß nicht. Also mir ist mal aufgefallen, so jetzt bei meinem Rechner, umso mehr ich den überlaste, sag ich mal, oder umso mehr Grafikeinstellungen mache, umso höher ich die mache, umso schneller funktioniert das einfach. Ich verstehe es nicht. Also, na gut, Leute, also, was ich sagen wollte, habe ich gesagt, ich freue mich wahnsinnig, wieder Videos für euch zu machen. Ich glaube, es kommt jetzt nicht ganz so rüber, weil ich bin einfach wie immer, na, was heißt wie immer, aber ich bin echt übermüdet. Hab aber trotzdem Spaß an den Videos, kann es aber glaube ich nicht so rüberbringen, weil ich halt so übermüdet bin. Ja, ich habe alles gesagt, meine Hardware ist soweit in Ordnung. Es freut euch auf jeden Fall auf neue Videos, wirklich, die jetzt besser werden. Wieder, weil ich, ja, die Hardware wieder in Ordnung gekriegt habe. Ich habe jetzt, ja, wie soll ich sagen? Achso, was ich noch sagen wollte, ein Kommentar. Und zwar, den blende ich hier jetzt mal ein. Ich wurde gefragt, ob ich nicht eventuell mein Equip zeigen könnte. Das habe ich alles schon mal gefragt in einem Video, aber es kam sehr wenig Rückmeldung, also habe ich das nie gemacht. Aber jetzt, wo der Kommentar kam und ja, wie soll ich sagen? Schreibt mal hier unter dem Video einfach mal einen Kommentar oder gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr wirklich das Equip sehen wollt, beziehungsweise vielleicht mal Vlogs oder Follow Me Around oder sonst irgendwas. Also Real-Life-Videos einfach. Wenn ihr Bock darauf habt, dass ihr mal so ein bisschen was aus meinem Leben seht, beziehungsweise so mit was für Equip ich arbeite oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt nicht das spannendste Leben, gebe ich zu, aber einmal die Woche passiert auf jeden Fall was Geiles. Also, und wenn es nur eine LAN-Party ist, also ist echt lustig manchmal so Sachen. Und wenn ihr Interesse daran habt, also wirklich mal sehen wollt, was ich so in der Freizeit mache oder so, ohne Frage, kann ich euch natürlich zeigen. Aber dafür möchte ich auch wieder ein bisschen Rückmeldung haben. Also ich möchte wirklich eine Bestätigung haben, hey, ihr wollt das wirklich sehen. Wenn ihr das wirklich sehen wollt, dann mache ich das natürlich. Dann habe ich auch Spaß daran. Wenn ich aber merke, hey, das interessiert sowieso keine Sau, dann warum sollte ich es dann produzieren? Also das ist... Und du gehst mir aus dem Weg. Ich werde... Wo war das denn noch? Ja, so kann man die wegmachen. Okay, dann habe ich hier jetzt ein bisschen... Sichtfrei, ich kann das irgendwie nicht ab, wenn ich mir in der Kamera, ich sag mal in der Kamera, oder ja, vor der Nase halt so ein bisschen rumfummel. Ich würde sagen, Leute, schreibt mir wirklich mal in die Kommentare, wollt ihr das eigentlich? Wollt ihr jetzt so Real-Life-Videos mal sehen? Also wirklich, schreibt es unten in die Kommentare. Ich mache unten, wie beim letzten Mal, einfach mal ja oder nein in die Kommentare und dann könnt ihr einfach mal ja, ich möchte das. Also ich möchte Real-Life-Videos sehen oder nein, ich möchte keine Real-Life-Videos sehen. Weil ich weiß, dass einige von euch sehr faul sind, wenn es um Kommentare schreiben geht. Also ganz ehrlich, ich war früher genauso. Ich habe nie Kommentare geschrieben. Und jetzt liebe ich es einfach, Kommentare zu schreiben. Ich liebe es, Kommentare zu lesen und ich liebe es, Kommentare zu schreiben. Ich war genauso früher. Also ich habe Leute abonniert, habe aber nie Kommentare geschrieben. Ich habe geschrieben. Also ich habe das wirklich so gemacht, dass ich dann höchstens einen Daumen nach oben gegeben habe und das war's. Ich habe aber nie Kommentare geschrieben, weil ich irgendwie nie Zeit oder Lust hatte oder irgendwie nicht wusste, was ich schreiben sollte. Jetzt gebe ich aber euch ja sozusagen eine Vorlage. Ihr müsst nur ja oder nein schreiben. Also schreibt in die Kommentare, ja, ich möchte das Equip sehen oder nein, ich möchte das nicht so gerne sehen. Das interessiert mich nicht. Ich möchte lieber PvP und Lava-Videos sehen. Wenn ihr irgendwelche Formate habt, könnt ihr sie auch unten in die Kommentare schreiben. Also lasst euren Ideen freien Lauf, sagt mir, was ihr hier auf diesem Kanal haben wollt. Den Samstag habe ich sozusagen frei, da könnt ihr zum Beispiel Vlogs machen, beziehungsweise Follow Me Around oder Equip-Videos oder sonst irgendwas. Sowas kann ich dann schon... Und ich hau schon wieder übergegen. Und sowas kann ich zum Beispiel machen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und ich laber schon wieder viel zu viel.
Also schreibt es unten in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr Bock habt und Zeit und Lust, könnt ihr das auch auf Facebook und Twitter teilen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Ich freue mich so dermaßen, dass das hier alles wieder funktioniert und ich wieder Videos machen kann. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Schönen Tag wünsche ich euch und haut raus.